Ja, meine Damen und Herren, die Regierung und die Koalitionsfraktionen haben sich darauf geeinigt, das Ergebnis der Tarifverhandlungen mit einer Verschiebung zu übernehmen. Das Nähere erläutert Ihnen der Finanzminister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die verschiedenen Optionen gewogen und berechnet, sind zu der Entscheidung gekommen, dass aufgrund schon vorangegangener Einschnitte eine völlige Abkopplung der Beamtenschaft von der allgemeinen Lohnentwicklung nicht vertreten werden kann, halten aber durchaus auch eine Anregung des Chefs des Beamtenbundes aufgreifend, es für angemessen, dass wir den Tarifabschluss inhaltsgleich, aber nicht zeitgleich übernehmen, das heißt eine Verschiebung vorsehen. Wir haben ähnlich wie schon im Jahr 2012 eine soziale Staffelung nach Besoldungsgruppen bei dieser Verschiebung vorgesehen. Bis einschließlich A9 wird die Tarifanpassung um 6 Monate verzögert, also zum 1.7. angepasst, bis einschließlich A11 um 9 Monate verzögert, also zum 1.10. angepasst und ab A12 um 12 Monate verzögert, also zum 1.1. des Folgejahres angepasst. Wir wollen diese Verschiebung nicht nur anwenden für die Jahre 13 und 14, sondern im Sinne einer Planungssicherheit sowohl für den Landeshaushalt wie auch für die Beamtenschaft wollen wir den gleichen Rhythmus der Verschiebung auch für folgende Tarifabschlüsse, die dann ab 15, 16, in welcher Höhe auch immer, abgeschlossen werden sollen, genauso anpassen. Also Verzögerung um 6 Monate, 9 Monate oder 12 Monate, je nach Besoldungsstufe. Diese Verschiebung bedeutet, gerechnet auf die Legislaturperiode, also auf den uns zugewiesenen Verantwortungszeitraum, ein Fehlbetrag von etwas über 140 Millionen Euro, 143 Millionen Euro im Vergleich zu den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung. Umgerechnet sind es knapp 3.000 Stellen. Man sieht also, durch die Übernahme, wenn auch nicht zeitgleich, aber so zumindest inhaltsgleich, erhöht sich der Druck, zu strukturellen Einsparmaßnahmen zu kommen, gerade auch im Bereich der Personalkosten. Das wissen alle Beteiligten. In diesem Bewusstsein haben Regierung und die Spitzen der Koalitionsfraktionen diesen Beschluss erarbeitet. Das bedeutet, dass die Arbeit der KHV, Stichwort mögliche Stelleneinsparprogramme, Stichwort Einsparbeiträge beim Personal, dass die unvermindert und ich meine sogar verstärkt weitergehen muss. Auf der anderen Seite ist es auch ein Signal, dass wir für die weiteren Themen auch mit den Verbänden der Beamtenschaft im Dialog bleiben wollen und ihnen eine, wenn auch zeitlich verschobene, Andockung an die allgemeine Lohnentwicklung auch hier in Baden-Württemberg ermöglichen wollen, in Anerkennung auch der Verdienste der Beamtenschaft für den sehr leistungsfähigen öffentlichen Dienst hier im Land.